Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Wie beeinflusst die Bodenqualität unser Trinkwasser? Diese Frage stelle ich gleich dem bekanntesten Wasserexperten Deutschlands, Erich Meidert, alias Mr. Water. Bleiben Sie dran! Hallo Erich, herzlich willkommen! Wolf, servus! Bevor ich auf den Einfluss des Trinkwassers, den Einfluss der Bodenqualität aufs Trinkwasser, vielleicht geht's umgekehrt ja auch, eingehe, möchte ich mal klären, was ist überhaupt Bodenqualität? Gibt's da feste Begriffe, wie Bodenqualität definiert wird? Ja, es gibt ja, was weiß ich, Lössboden, das sind die ganz fruchtbaren Boden, es gibt in Oberbayern allein 56 verschiedene Bodensorten, Bodenqualitäten. Oder man spricht von der Münchner Schotterebene, wo also das Wasser sehr schnell abfließt, und dann gibt es wieder ganz dichte Böden, dann gibt es welche eher felsige im Voralpenland. Und so ist halt Deutschland, ich meine, du kannst dir vorstellen, die Alpen sind ja zusammengeschoben. Das ist ja nicht ganz lustig gewesen, diese Ereignisse, unvorstellbar. Und dann gibt's halt quer durch Deutschland die Wälder, was weiß ich, den Thüringer Wald zum Beispiel, die Lüneburger Heide. Auch da gibt's nur gewisse Gewächse und Gräser. Und dann bis oben nach Schleswig-Holstein, wo du sehr viel sandiges Gebiet hast, weil ja früher Ostsee, Nordsee waren ja viel größer, ist dann zurückgegangen. Also es gibt eine unvorstellbare Menge an verschiedenen Bodenqualitäten, natürlich auch die Mischformen. Also stell dir jetzt vor, im Alpenland, du bist hier in Berchtesgaden und kommst Richtung Rosenheim, also Berchtesgaden, glaube ich, kennt jeder von Gebirge oder Salzburger Ecke. Und dann geht es ja über haben diese Alpen, diese Steine, die haben ja auch viel Erdreich vor sich hergeschoben, viele Klüfte, und darum gibt es da allein 56 verschiedene in Bayern, aber bundesweit ist natürlich die Bodenqualität sehr verschieden. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, es geht ja auch viel in die Böden rein. Wir haben schon mal gesagt, wir haben jetzt im Moment 1700 zugelassene Pflanzenschutzmittel. Wir haben, also die letzte Bundesregierung hat es geschafft, in 10 Jahren 40% Wachstum zu machen, leider bei den zugelassenen Pestiziden. Jetzt sind es 872. Also das war das einzige Wachstum, sage ich jetzt einfach als politisch Interessierter. Jetzt haben wir 872 zugelassene Pestizide. Jetzt bin ich mal gespannt, was da so weiterkommt. Das ist Faktum. Und das wird natürlich versprüht in Wald und Wiesen, egal was. Da wird das böse Glyphosat ja verteufelt bei den Landwirten. Aber die Vorgärten, Maria, die da schön spritzt und sagt, Erich, nimm das Roundup, das hilft, da wächst nichts mehr. Ja, natürlich wächst nichts mehr, aber es ist ja pures Gift, was da versprüht wird. Also wir brauchen alle nicht Kläger sein, sondern wir sind Täter-Opfer, dadurch, dass wir natürlich Lebensmittel kaufen, die sehr günstig sind und es nicht erwarten können. Ich kenne einen guten Freund von mir, Biobauer, ganz oben in Grevesmühlen, der Jörg Schmidt heißt der. Fantastisch. Und wenn du dem seine Wachstumsraten anschaust, allein vom Mais, und du siehst den Mais, wie er bei uns geerntet wird, dann sagst, also das ist einfach künstlich, das hat nichts zu tun mit Natur. Da wird nachgeholfen, und zwar massiv. Also da haben wir von den Böden einerseits die natürliche Beschaffenheit und Unterschiede, wie du sie am Anfang beschrieben hast, und dann natürlich eben die Nutzung und der Einsatz von Mitteln, was da letztlich beides und da kombiniert zusammen den Einfluss auf unser Trinkwasser ausmacht. Also ich sehe immer, das berühmte Beispiel sind die Maisfelder, da sieht man es, aber auch die Kartoffeläcker, die siehst du ja, da gehst du mal auf den Kartoffelacker. Ich bin in der Sendung schon auf den Mais drauf eingegangen. Bei Mais, zwischen den einzelnen Maisstängeln, wo beste Wachstumsbedingungen, wächst nichts mehr. Das muss also Gift sein. Bei den Kartoffeln ist es so, auch bei den kultivierten Wiesen, bei diesem schönen Grün. Es ist komplett unnatürlich, und das geht alles im Boden. Jetzt ist die Frage natürlich, welcher Boden ist es? Wie lässt das durch? Ich habe hier mal ein Werk mir ausgedacht. Das gibt's auch ganz groß. Das ist Altlasten,
Das ist einfach, was auch hier auf die Böden einwirkt. Und da habe ich natürlich auch hier in der Landwirtschaft Gülle, Nitrat, Klärschlamm. Und man muss einfach sehen, oder hier die Fungizide, Glyphosat natürlich auch, alles geht in den Boden rein. Und das Schlimmste ist natürlich auch hier das Thema Altlasten, Mülldeponien, die sind nicht abgedichtet. Und jetzt kommt es halt darauf an, wo du gerade wohnst, dass die Mülldeponie, also man hat einfach nicht dran gedacht. Es ist keine Anklage, sondern einfach, wir haben den Ersten Weltkrieg, dann hatten wir den Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir wirklich nichts im Sinn gehabt, sondern da gab es die ganzen Bomben, die ganzen Krater, die ganzen Einschläge, München, Oberwiesenfeld zum Beispiel. Erst diese Woche wurden zwei schwere Bomben in Berlin und irgendwo anders noch in Deutschland entschärft, Kriegsaltlasten. Und jetzt kommt es halt darauf an, auf welchem Boden du triffst, weil man hat eines gemacht, man hat den ganzen Müll alles reingeladen in Deponien und dann ist Gras drüber geworden, die sogenannten Bürgermeisterkippen. Aber das machen wir in einem späteren Thema noch. Die Bodenqualität ist dann schon ganz entscheidend. Was sickert durch und was nicht? Das ist schon, das ist das Hauptaugenmerk. Und ich habe hier das Altlastenkataster von der Bodenqualität. Da sehe ich hier zum Beispiel Niedersachsen, habe ich hier gestern raus aus dem Umweltbundesamt Niedersachsen, habe ich mir die Folie raus, hier von den Trinkwasserschutzgebieten. Ja. Das sind die Wasserschutzgebiete. Und dann auch gestern raus, und zwar, und jetzt sind wir halt einfach bei den Altlasten, der Altlastenkataster, und das sind insgesamt in Niedersachsen 101.000 Altlastenverdachtsflächen. Also wenn man die jetzt übereinander legt, dann sind ja praktisch alle Trinkwassergebiete, das ist Niedersachsen, abgedeckt. Ja, also ich glaube, jeder Kommentar erübrigt sich, dass ich sage, liebe Leute, die Behörden tun, was sie zu tun haben, die tun's. Mhm. Aber jetzt kommt es darauf an, Gehirnbesitzer oder Gehirnbenutzer. Also wenn ich jetzt noch sage, es ist bestkontrolliert, es ist super, natürlich, wenn ich es jetzt 100.000-fach vergrößere, tun sich da schon Lücken auf. Aber Wasser sucht sich ja seinen Weg. Ja. Und jetzt kommen wir zur schönen Schweiz. Das habe ich auch gestern raus. Heute habe ich noch aus Niedersachsen im Detail mal vergrößert. Und das V heißt Verdachtsflächen. Auch übrigens in unserem schönen Bayernland haben wir 16.000. So ist es wieder nicht. 16.000 Verdachtsflächen? Ja, mehr noch. Und jetzt muss ich aber noch eins sagen, was wirklich was unfassbar ist. Ich habe die bundesweite Altlastenstatistik 2018. Jetzt kommen wir einfach zu den Altlasten. Mhm. 2018 habe ich rauslassen vom Ministerium, vom Umweltbundesamt. Und da habe ich jetzt im Jahr 2018, habe ich hier in Baden-Württemberg zum Beispiel 15.000 Verdachtsflächen, 15.000. Und Gefährdung abgeschlossen 20.000, okay? Das ist mal eine Zahl zu merken. Dann habe ich in Hessen 1.200, habe ich mir gedacht, uiuiui, das ist aber wenig, und nur 87 abgeschlossen. Okay, jetzt sehe ich aber das Umweltbundesamt, man sieht, das ist dieselbe Tabelle. Im Jahr 2020, zwei Jahre später, da ist ja viel passiert in Stuttgart. Man sieht ja, wie schnell die mit dem Bahnhof weiterkommen, mit dem Bauen. Also schau her, was passiert? Ein Wunder. Gefahrenschätzung abgeschlossen, 69.000. Hallo? 69.000 Gefährdenabschätzung. Zwei Jahre vorher Gefährdungsabschätzung 20.000. Und zwei Jahre später haben wir 70.000. Da sieht man mal, wie die Schwaben fleißig sind. 50.000. Also im Finden von Gefahrenstellen. Es wurden keine behoben, es wurden neue gefunden. Nee, Abschätzung abgeschlossen. Ausgeräumt. 70.000. Ah. Ausgeräumt, mein Freund. Vorher haben wir 20.000 und jetzt haben wir 70.000. Ja, da heißt Gefährdungsschätzung
abgeschlossen und hier ausgeräumt, da haben wir 20.200 und hier haben wir 69.000. Also das ist die wundersame Vermehrung. So schnell wie Stuttgart 21 gebaut wird. Also es ist, und jetzt kommen natürlich noch mehr Highlights, nur damit man einfach sieht, wie beruhigend Tabellen sein können. Mhm. Man macht natürlich so einen Fehler wie ich, dass man vergleicht und ein bisschen ein Gedächtnis hat in den Themen. Jetzt haben wir hier unser Hessen mit 2.100. Halt auf, hier. 2018 haben wir 1.200 altlastenverdächtige Flächen, gell? Jetzt haben wir im Jahr, in Hessen haben wir jetzt altlastenverdächtige Flächen. Da haben wir hier 2.100 und hier haben wir 95.000. Was ist in Hessen passiert? Ja. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, weil es liegt mir ja fern, schlecht zu machen, sondern ich kann mich nur wundern. Jetzt, weil ich habe mich immer gewundert, Hessen, da war natürlich Frankfurt, wenn du dir die Ecken anschaust, und ich habe einfach für ein Faible, für Fußball, für Landschaften, für Ortschaften, für Leute, und dann denke ich mir, Mensch, Hessen ist aber gut davon gekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg und sowas, und hier habe ich Altlastenflächen 1200 und Altlasten in der Überwachung 87 und ein Jahr später habe ich altlastenverdächtige Flächen nicht 1200, sondern 95.500. Also ich rufe den jetzt an und sage mal, liebe Freunde, Umweltbundesamt, das steht halt im Internet, das ist eine amtliche Veröffentlichung, kann jetzt im Dezember in 21 sein, ist es nachzulesen. Es ist so, das ist Faktum. So, und dann weiß ich natürlich, dass es alles im Boden ist. Und damit weiß ich, okay, also du musst dir ja vorstellen, das Wasser ist das kleinste Molekül, das geht durch und du weißt nie, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Also ich weiß nur jetzt eines ganz klar in diesen Zeiten, ich habe in Schleswig-Holstein sehr viel Sand, sehr hohe Dichte, ich habe in Thüringen, in Sachsen und in Bayern sehr viel, also in Thüringen hast du den Thüringer Wald, in Sachsen hast du das ganze Erzgebirge, den Stein, und in Bayern hast du den Bayerischen Wald und die Gebirgskette von Berchtesgaden bis ins Allgäu, also die Allgäuer Nieber. Und da habe ich natürlich ganz andere Bodenqualitäten, ja, und entsprechend im Münchner Bereich. Und so sehe ich das halt, diese verschiedenen Bodenqualitäten. Ich habe hier da ganz eine große Folie noch dabei, aber die zeige ich dann später her. Also da gibt's Böden, die da vielleicht besser mit umgehen können, mit der Belastung, oder das anders wegfiltern als alle andere Böden, wo es gleich durchsickert und ins Grundwasser geht. Ja, genau. Jetzt muss ich es dann doch schnell holen. Also, ich habe hier das extra vergrößert. Und zwar, das ist die Bodenübersichtskarte Deutschland. Vom Umweltbundesamt. Und da sieht man mal, und hier ist die Legende dazu, wie viele verschiedene Böden in welchen Kombinationen es gibt. Und so wie ich es vorher gesagt habe, du siehst hier die Alpenkette. Da siehst du das entlang. Dann siehst du, also hier ist die Alpenkette, wo ich gesagt habe, bis zu den Allgäuer. Und dann siehst du hier den Bayerischen Wald. Sachsen, der Bereich, geht bis rein nach Thüringen. Und ganz oben ist hier die Wattgebiete Richtung Niederlande, Emden, Aurich. Witzigerweise haben diese immer die höchsten Dichten und die bohren zum Teil mit 200 Meter bohren die runter, weil sie erst da ein gutes Wasser bekommen. Während wir hier natürlich sehr viel Quellwasser haben, und ich habe hier ein gutes Beispiel. Ich habe 1997 begonnen mit meinen Wasserforschungen und da war bei unserer Quelle Frauenbründel, da bin ich hingewandert in der Nähe von München. Es gibt viele, viele Quellen, wo die Leute hinpilgern. Und jetzt, nach 25 Jahren, war ich wieder dort, habe wieder gemessen, das Wasser hat sich in puncto Nitrat wesentlich verschlechtert. Wesentlich verschlechtert. Wir haben das Problem der Überdüngung. Deutschland ist ja rechtskräftig verurteilt worden von der Europäischen Union, weil wir wenig tun für den Gewässerschutz im Thema Nitrat. Was hat man für einen Bauerntrick gemacht? Wurde mittlerweile entlarvt und behoben. Der Bauerntrick war, man hat in Brüssel eine neue Bedarfsrechnung eingestellt. Zum Beispiel, dass die Maispflanze jetzt einfach mehr Kunstdünger braucht wie letztes Jahr. Da war der Bedarf höher und dadurch war das Thema Nitrat wieder
verbessert. Oder man verschneidet es. Ein Schnitt. Das heißt, hier zum Beispiel im Landkreis Altötting, Mühldorf war es so, da hat das eine Wasser hatte zu viel Nitrat, das andere hatte viel zu viel PFOA. Das sind diese Sachen von, in Gendorf gibt es einen riesen Umweltskandal, dass also die Leute, nachdem das Wasser aus dem Industriepark, Arbeitgeber, wichtig, darf man nichts machen, aber die hatten das 30-fache zum Teil eines krebserregenden Stoffes im Blut. Da hat Greenpeace 2006 schon darauf hingewiesen, aber alles Schwurbler. Und das ist halt jetzt passiert. Und was macht man? Man verschneidet das Wasser. 3 Jahre verschneiden heißt, der eine hat zu viel Nitrat, der andere hat zu viel Schadstoffe. Und dann gibt man da von deinem Nitratwasser, weil ich habe zu wenig, dann verschneidet man das. Und das ist so wie eine Schorle. Wenn man sagt Whisky, Cola, das ist... Ja, aber gibt das dann neue Werte oder neutralisieren sich die gegenseitig? Dann entspricht es der Trinkwasserverordnung. Dann bist du beim Nitrat runter und beim anderen, PFOA zum Beispiel, wird dann auch Besseres beigemischt und dann passt es wieder. Weil die Gesamtmenge dann höher ist? Dann ist das die Grenzwerte setzt du runter. Also man verschneidet das Ganze. Und drum sage ich hier, diese Bodenqualitäten, also das ist einfach, dass man das Bewusstsein hat, je nachdem, was lasse ich durch ins Grundwasser. Und du hast ja im Prinzip 3 Wasserstufen. Du hast das Grundwasser, die zweite und die dritte Wasserstufe. Und ganz unten, die dritte ist ja oft schon angebohrt. Das ist eigentlich für die ganzen Notfälle. Aber viele Gemeinden können sich nicht mehr helfen. Oder so wie Würzburg und so, die haben es ja zum Teil 200-300 Kilometer. Oder im Bayerischen Wald oder in Sachsen, die können das, oder in Brandenburg, die können oft das Grundwasser, da regnet es so wenig oder zu wenig, dass sie es eigentlich auf hunderte Kilometer raufpumpen müssen. Das wird natürlich niemals gesagt werden, aber das kann man alles nachlesen, weil ja die Bevölkerung, es heißt ja, unser Wasser ist so super, ist so gut. Aber wenn du genau hinschaust, dann sieht man einfach aufgrund dieser geologischen Verhältnisse, dass es einfach hier unfassbare Unterschiede gibt. Und das bestimmt natürlich die Durchlässigkeit der Fremdstoffe, auch der Giftstoffe. Wie gesagt, 1700 Pflanzenschutzmittel, 870 Pestizide und das wird ja versprüht. Und zwar Frühling, also Sommer, auch im Herbst noch. Und dann wird es eingepflügt und dann regnet es drauf. Und dann kommt es darauf an, wo sickert es durch, in welche Schichten kommt es. Und darum bohren manche, machen ja Grundwasser, in Sachsen zum Beispiel erst 80% Grundwasser, Quellwasser, und dann heißt es ja immer, ja, unser Quellwasser ist so gut. Ja, Entschuldigung, es gibt hier, da habe ich nochmal den Bayerischen Quellwasserkatalog, das sind diese 56 verschiedenen Quellwasser. Hat, glaube ich, 110 Seiten. Da ist genau die Region, wie das Wasser und wie dann die Bodenverhältnisse sind. Und darauf habe ich ja jetzt meine Schlüsse gezogen mit der Durchlässigkeit auch von Keimen, Bakterien und auch Viren, dass man sagt, okay, Fels, stell dir vor, in Berchtesgaden, da hast du das Gebirge, da hast du das Land, das schiebt sich zusammen, gibt es wahnsinnig viele Klüfte und man darf ja nie vergessen, in einer Handvoll Erde hast du mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Momentan haben wir 7,8 Milliarden. Ich konnte die Zahl nicht glauben, dann bin ich jetzt ins Umweltbundesamt, in alle Behörden rein und die halt über Boden schreiben, über Bodenqualitäten und die sind natürlich ganz stolz auf Würmer, Pilze, Parasiten, Bakterien, Fadenwürmer, alles was kreucht und fleucht, weil unser Boden muss ja wieder gut gemacht werden. Auch es sind ja viele Lebewesen drin, es sind auch Igel drin, Hasen und es sind auch Wildschweine drin und es sind auch Enten drin und es sind auch Fische und alle diese haben einen Stoffwechsel. So, aber es kommt ja nur das gute Wasser durch. Irgendwann müsste doch eigentlich der Müll hochkommen. Also drum ist die Bodenqualität und das ist eigentlich der Titel der Sendung. Die Bodenqualität sagt schon viel aus, aber ein normaler Laie hat keine Chance, jetzt irgendwo festzustellen. Drum ist halt immer, sollte man anschauen, was habe ich wirklich für Wasser. Weil jeder hat das Beste. Jeder. Ich bin ja, früher war ich nur auf Ausstellungen, auf Messen. Oh, da kommen 20.000 Leute. Und nach 2 Tagen war ich psychisch am Ende. Ich war nervlich fertig, weil die Leute sind dann so gekommen und haben gesagt, bei uns, wir haben doch, es heißt doch, wir haben die beste Wasserqualität. Bei uns
heißt es bei uns. Man sagt doch in Deutschland, es ist das bestkontrollierteste und man sagt doch, also bei uns ist es besonders gut. Und in den größten Mülldingern sagt es noch. Also und die glauben das dann auch, also sind überzeugt davon? Natürlich, steht ja jeden Tag drin in der Zeitung. Also ich habe jetzt neulich zum Beispiel in Wasserburg am Inn, habe ich die Homepage gelesen und da steht das, unser Trinkwasser unterschreitet die Norm für Nitrat um 43%. Ja, Sakrament, aber in der Schweiz wäre das schon wieder über den Höchstwert gewesen. Also da haben die tatsächlich sich gebrüstet, dass das Wasser, was weiß ich, 24 Milligramm Nitrat hätte. In Schweiz wäre das schon das Äußerste. Ich weiß, dass ab 4 Milligramm das sowieso nicht mehr so gut ist, aber dann geben die das, gibt man das den Säuglingen. Und dann wundert man sich, uiuiui, wo ist, und mich interessiert nur die Ursache. Die Wirkung, die kennen wir. Da jammern viele drüber. Aber die Ursache ist einfach, wir müssen schauen, dass unser Wasser, unser wichtigstes Lebensmittel, sauber ist, befreit von den Fremdstoffen. Und du weißt nie, bei den Quellen, das ist das Schlimme im Moment, die Quellen, die sind oberirdisch, die kommen raus, aber sie werden halt dermaßen belastet mit allen möglichen Fremdstoffen. Die kannst du jetzt aussuchen. Kommt er vom Vogel oder von anderen? Wir haben ja drei Stufen. Einmal die physikalische, die chemische und die biologische. Die physikalische ist halt das Grobe. Ich sage mal, wenn da ein Vogel irgendwie runterscheißt, auf Bayerisch, dann wird es halt dann physikalisch oft zersetzt. Das Chemische, dass sie dann gewisse chemische Prozesse einsetzen und das auch so ähnlich wie in der Kläranlage. Und die biologische, dass es dann einfach auch wirklich in verschiedene Gärungsstufen übergeht, um es einfach und populär auszudrücken und dass es da auch Prozesse führt, die das verbessern, aber auch leider verschlechtern. Das kann genauso sein. Und du weißt es nicht, weil wenn du das anschaust, die Leute sollen bei Google reingehen und sollen sich Böden anschauen, dann siehst du, wie vielfältig das sind. Und das Bayerische Umweltamt hat, das Deutsche und das Umweltministerium kürt jedes Jahr den Boden des Jahres. Einmal ist es Lössboden, muss man sich nur anschauen im Internet. Also. Was sind da Kriterien für dieses Küren? Wird da Wasser getestet, das aus diesem Boden kommt? Und nein, ich habe jetzt gesehen, da ist jeder Boden einmal dran. Jeder Boden ist mal dran. Ich habe jetzt nicht einen gesehen, der so wie Bayern München neunmal hintereinander deutscher Meister wird, sondern da ist jedes Jahr. Ich habe jetzt eigentlich nur einen Kopf geschüttelt. Ich habe das neulich mal gesehen. Ich will mich ja nicht mit, ich will ja in Lösungen denken. Ja, ja. So, dann schaue ich mir das an und sage, ja, jeder dieser Boden ist irgendwann Boden des Jahres. Also aus der Serie, jeder muss mal drankommen, damit der deutsche Michel heute dann wieder mal beruhigt ist, dass in deiner Ecke guter Boden ist. Dass wieder ausgeglichen ist und über die ganze Bundesrepublik jetzt in diesem Fall sich erstreckt. Ja, ja, und da hast du halt, ja, wie kommen wir raus aus der Nummer? Wir kommen nicht raus aus der Nummer, weil einfach, was sollen jetzt die Behörden machen? Die sind ehrlich, die machen Kartografien, die machen Dokumentationen. Wenn es keiner liest, wird der Herr Ministerialdirektor Dr. Huber Müller-Mayer, der hat jetzt seinen Job getan, aber es ist auf dem Tisch. Die Politik wird es uns nicht sagen, die Pillenindustrie wird uns nicht sagen, Leute, dein Wasser, dann wird sie viele deiner Pillen nicht mehr brauchen. Es wird, wenn du dir, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Das ist das Motto der jetzigen neuen Zeit. Wir haben die Informationsmöglichkeiten. Und wenn ich mich dafür interessiere, dann finde ich das halt raus. Ich verabscheue immer diese negativen Informationen. Das mag ich nicht so gern, aber ich weiß es wenigstens und ich weiß, okay, man kann sich helfen, indem man zum Beispiel sein Wasser filtert und sich diesen ganzen Risiken einfach minimiert. Das geht. Das ist nicht schwierig, ist nicht teuer. Da muss halt jeder wissen, was ist dafür. Aber dass man sagt, unser Wasser, es gibt ja Gebiete, die Kornkammer Deutschlands, das war Straubing, diese Ecke und solche. Und die haben ganz andere Böden wieder wie im Schleswig-Holstein. Das ist wieder ein gutes Gegenbeispiel. Da wachsen andere Dinge. Lüneburger Heide, weißt du ja selber. Oder irgendwo in Brandenburg die Ecken, wo die Spreewaldgebiete. Und wir kommen ja noch zu anderen Themen, nämlich die Altlasten und so. Aber da sehen wir dann einfach, wie viel verschieden die sind, wie die Pflanzen wachsen und die Durchlässigkeit des Wassers. Es muss halt jeder selber seine Trinkwasseranalyse anschauen
und dann selber sich kümmern, dass sein Wasser, empfehle ich heute die Tests, verschiedene Mineralwässer ausprobieren oder einfach testen lassen oder dann schauen, was ist ein gutes Wasser. Du musst für dich entscheiden, was ist für mich ein gutes Wasser. Ich habe es für mich definiert, Gletscherwasser, unberührt, da wo, und das, was uns der liebe Gott schickt und da, wo noch kein Mensch da war, ist, da ist die Natur. Vorhin der Spruch, die Natur braucht den Menschen nicht, aber wir sollten uns danach richten. Wir brauchen die Natur. Mhm. Und ja, ich glaube, wir kommen da gar nicht mehr drum herum, jeder selber aktiv zu werden und eben auch diese Tests mal zu machen oder machen zu lassen, um dann entscheiden zu können, womit versuche ich es, was wäre ein Wasser für mich oder nicht. Ja. Und dann, wie du hast erwähnt, ich möchte das einfach nochmal einbringen, oder dass sich selber helfen dann eben über Wasserfilter und sich eben auch da schlau machen, genau, was für Möglichkeiten bestehen. Richtig, man hat einen gewissen Zeitaufwand. Und man sollte sich also im, ja, viele Fragen stellen. 10, 20 Fragen genügen. Du musst halt für dich entscheiden, was will ich für Wasser haben? Will ich eines mit hoher Mineralisierung? Und wenn ja, was ist der Vorteil, Nachteil? Und da will ich einfach ein Wasser haben, wie es die Natur hat und wie die Pflanzen gedeihen, Hunde trinken und wie das Wachstum, das Leben wächst. Mhm. Und das muss man sich für sich entscheiden. Die zweite Frage ist, wie kriege ich es her? Und die Frage ist immer, what's in it for me? Was bringt's mir? Und warum mit dir? Und da bist du bei Mr. Water, glaube ich, ganz gut aufgehoben, weil das Spektrum ist breit. Mhm. Und dann können wir sagen es den Leuten und dann können sie selber entscheiden. Wir haben keine Vertreter, die dich belästigen und so. Und das ist wichtig. Ja, können wir gerade anknüpfen. Wo kann ich die Informationen denn bei Mr. Water, da können sich die Leute erkundigen. Aha. Und die Breite und die Vielfalt, weil ich mache seit 25 Jahren nichts anderes. Ich habe zwar in meinem Leben auch andere Dinge gemacht mit Fußball und ich baue ab und zu so Häuser, aber letztendlich dieser Gedanke, der hat mich nicht mehr losgelassen und vor allem durch die ganzen Havarien, die ich erlebt habe. Also wir haben zum Beispiel Filteranlagen gebaut, da war ich mega stolz drauf, bin ins Labor, oh Gott, die hätten mich bald gelünscht, was da für Keime drin waren und Bakterien. Aber wir haben halt viel probiert. Wir haben dann Teiche gebaut. Und wie hat der Jürgen Klopp gesagt, man kann im Leben nicht verlieren. Man kann nur gewinnen oder daraus lernen. Ich habe sehr viel gelernt. Cool, und schönes Schlusswort auch. Ja. Lieber Erich, vielen Dank, dass du hier warst. Und danke für deine Informationen. Gerne. Und ich freue mich auf die nächste Sendung schon. Jawohl. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gemischte Gefühle aus dieser Sendung. Man sieht, was läuft, was von außen gegeben ist. Die Behörden bemühen sich, sie sind ehrlich, sie informieren, wir wissen, womit wir es zu tun haben. Und trotzdem, Erich Meidert hat es gesagt, wir müssen die Verantwortung selber übernehmen, uns um die Wasserqualität jetzt zumindest bei uns fürs Trinkwasser selber kümmern, mit Testen entsprechend das Wasser auch behandeln. Schließlich geht es um unsere Gesundheit und Selbstverantwortung. Ich hoffe, das können Sie so für sich mitnehmen, ohne in Panik zu verfallen. Wir haben immer noch Möglichkeiten, um unser Trinkwassergebühren zu kümmern. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.